Hi, ich bin der Günther, ich war's immer, Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Kirby Star Allies. Ich bete jetzt einfach mal, dass wenn ich heute laut genug spreche, es ein bisschen besser wird als letztes Mal. Aber ich habe schon bemerkt, der Ingame-Sound ist einfach zu laut in dem Game. Aber so viele Möglichkeiten, wie man in dem Spiel hat, gibt es natürlich gar nicht die Möglichkeit, den Ingame zu verändern. Und wenn ich einfach meinen Fernseherton runterdrehe, ändert das nichts. Und in dem Editing-Programm, das meine Capture-Karten nicht komplett auseinander nimmt, das ist nämlich auch ein Problem. Mein eigentliches Schneideprogramm kommt null mit den Capture-Card-Aufnahmen klar. Ich weiß nicht warum. Aber da kommt genau das raus, was man in der einen Folge Okami HD gesehen hat. Nämlich komplett verzogene Audio. Und deswegen habe ich ein anderes Aufnahmeprogramm in dem Projekt. Aufnahmeprogramm habe ich überhaupt nicht. Die Capture Card benutze ich, aber ein anderes Schnittprogramm bei dem Projekt. Aber das hat die ganz tolle Möglichkeit, dass man die Ingame-Audio leiser stellen kann. Ich bin gerade irgendwie durch. Und wir können uns mal die Wasser-Ninja-Fähigkeit holen, wie auch immer wir es nennen. Sprudel-Ninja, klar, wie sonst. Ja, schön. Und hier hab ich jetzt hoffentlich nichts verpasst. Wäre sonst ein bisschen mies. Ey, Digga. Ach so, hier stehen Schilder. Der mittlere Weg ist eindeutig der richtige. Das merkt man, weil der Pfeil hat halt hingezeigt, ne? Ich bin Wissenschaftler, ich weiß. Und diesmal ist der untere Weg der richtige. Ich glaube, wir haben das Level-System durchschaut. Sehr schwer, ja. Ich weiß. Ansonsten werden wir heute wahrscheinlich nicht sonderlich viel machen, außer weiter in Welt 1 zu spielen und 7,5 Stunden über das Spiel zu ranten, weil das ist es nun. Stimmt auch wieder. Ich hab grad So mach ich die Attacke. Ach so. Erst oben, dann unten, dann B. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Danke. Und die Tür haben wir hier. Stimmt. Ich hätte mir vielleicht ein paar mitnehmen sollen übers Level. Ich hab ja... Also, die gönnen mir hier. Ich hab ja keine 4. Und da oben ist eine Spezialtür, in der wir vielleicht... Wohl doch, es gibt auch in den Regenbogen-Puzzleteilen diesen Spezialleveln. Weil, falls man das nicht bemerkt hat bisher... Zünd das doch noch nicht an, du Keck! Ich hab grad gesehen, dass dieser Vollmast ist das. Trotzdem. Hallo? Danke! Mehr als genug Zeit, aber es reicht fast nicht mit diesem Vollpfosten hier. Auch wenn man wirklich Zeit hat, bis das beim letzten angekommen ist. Uff. Und hier haben wir, schätze ich, den. Das Regenbogen-Puzzleteil. Danke. Da ist es. Dann weiter geht's. Ich weiß nicht, ob wir heute mit Welt 1 fertig werden. Kommt ein bisschen auf den Playstyle an und einfach drauf, wie es läuft. Andererseits, darauf, wie es läuft in dem Spiel. Entweder es läuft gut, weil es zu einfach ist. Und das waren dann auch alle Möglichkeiten. Und wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen, solange wir hier verfolgt werden. Ui.
Und wir bekommen noch ein Puzzleteil auf den Weg. Dieses Speziallevel hier haben wir letzte Folge freigeschaltet, als wir einen Schalter gefunden haben im Level, mit dem es verbunden ist. Und sind wir... Ach, es gibt anscheinend noch einen kleinen Bosskampf am Ende. Und ich sorg mal für ein bisschen Abwechslung. So. Na dann, nochmal ein bisschen die Teamaufstellung ändern für den Bosskampf gegen Bonkers. So. Jetzt werden die sehr schwierigen Bosskämpfe in dem Spiel. So. Und nach einer halben Stunde denselben Move machen wollen. Hab ich da... Ach so, dann. Mann, diese Bosskämpfe in dem Spiel. Sie sind so schwer. Gott, das ist echt irgendwo traurig, wie sie die sind. Ui. Ach, stimmt. Free Healing Item Spam. Guck mal, wir sind wieder voll geheilt, weil das Spiel ohne das zu schwer ist. Sind wir langsam am Levelende? Wir werden hier noch mit Items zugeschissen und sind am Ende. Jui. Also der Hauptsinn dieses Levels, wenn man nicht auf 100% spielt, scheint wirklich am Ende einige Items und vor allem die zwei als Partner zu sein. Hm. Warum sieht man sogar diese Scheiß, wann man A drücken muss, der ich komm da nicht drauf klar? Weil das Spiel nicht leicht genug ist, muss man auch noch das vereinfachen, ne? Von all den Dingen in diesem Spiel. So, das Regenbogen-Puzzleteil gibt hier nochmal 3. Und wir haben das Speziallevel abgeschlossen und können jetzt mit der normalen Route weitermachen. Ja, jetzt kommt ein super Secret, das ich an sich schon zeigen will und wegen dem wir wahrscheinlich Welt 1 auch heute nicht mehr abschließen werden. Andererseits. Perfekt. Warum? Also. Übrigens an die Zuschauer, hier im Hintergrund redet die ganze Zeit Olaf. Ich sehe das aber im Ausschlag. Inzwischen hört man dich nicht mal mehr als Hintergrundmurmeln. Inzwischen hört man gar nichts mehr. So. Das war das Regen. Hä? Ernsthaft? Ernsthaft? Das war das Lab. Und jetzt... Aber vor allem, du sagtest doch, ich muss zum Level Anfang zurück. Das geht doch gar nicht. Und ja, ihr habt das richtig gehört. Es gibt hier ein Secret, wenn man bis ganz zum Ende des Levels... Wait. Ich hab mit der Wind-Ability gerechnet. Warum gibt der Schirm Wasser? Er ist aber nicht nass. So, man muss tatsächlich bis gefühlt einen Zentimeter vorn Boss laufen, bevor der Kampf getriggert wird und dann das ganze Level zurückgehen. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit laufen. Aber wie weiß ich, dass es weit genug war? Okay, das sind nur Gegner, normale. Ja, ein Blätterwall ist bestimmt nicht derselbe Boss, den es in gefühlt jedem Kirby-Game gibt.
Thomas Mann auf jeden Fall. Das reicht, oder? Also ich sag mal, wenn's reicht, müsste ja eine... Die Musik hat schon gestoppt, so. Das war, ist für mich ein bisschen Zeichen. Und ja, wisst ihr, wofür das Secret ist? Oh, das hat nicht gereicht. Das Secret ist natürlich, einerseits für einen der schwerst versteckten Räume im Spiel, aber andererseits, um den Bosskampf leichter zu machen. Ich will den Kampf nicht triggern. Ich will den Kampf nicht triggern, das ist mies. Apropos, ich hab mal Bock, hier Sohn mitzunehmen. Hat's jetzt gereicht? Ich riech schon, Alter. Ich werd aus Versehen den Kampf triggern. Oh! Ja, aber wie knapp? Ich weiß ja auch nicht, wann der getriggert wird. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Es ist zum Zuschauen super, ich weiß, aber ich will das so machen. Ich will das jetzt zeigen. Jetzt hat's gereicht. Jetzt hat's gereicht und hier spawnt eine Tür. Und wir können das Level mit Bonis wieder zurückgehen. Und One-Ups, jawohl. Und Meister Tomate. Das Secret, wie man drauf kommen soll? Nein? Ja, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, dass da unten gerade was von Game Over stand? Was denken die, in welchem Spiel wir hier sind? Game over in diesem Game. Ich habe 26 Leben und man braucht fürs gesamte Durchspielen nicht so viel. Und hier ist jetzt noch eine Tür. Und damit kommen wir in diesen Raum. Hell, die Entwickler des Games. Ja, wir nehmen uns auch mal so einen Kollegen mit. Sekunde. Ich lasse mir mal die Feuerfähigkeit geben. Und dann ersetze ich den Feuertypen. Klar braucht man. Also, der Secret ist schon ein bisschen arg. Es gibt, glaube ich, wie viele von diesen Räumen gibt es im Spiel? 3? Haha, guck mal. Die sind im Boden eingesperrt. Ich erlöse sie von ihrem Leid. Und sonst sind die Abilities hier nicht... Andererseits, Jojo ist schon eine miese Ability. Ich nehme die mal für mich selber. Ledge Trap. Also, immer weiter und weiter. Und jetzt neue Friend Ability. Also eine, die wir noch nicht hatten. Gute Frage. Kann sein, dass nicht. Und zwar. Gab's nur kleine Sterne schießen? Ja, aber wie? B gedrückt halten, dann loslassen, Milchstraße, Reiterwechsel, Sternblock, Sternschnuppe, Sternschuss. Nee, man kann die nicht aufladen.
Ja, das weiß ich. Deswegen wollte ich... Alter, die Animation... Oh mein Gott. Wenn man nach oben geht, sieht das ja so bad aus. Hilfe! Oh Gott. X. So können wir wechseln und haben jetzt zum Beispiel Hammersterne. Und ja, wir können jetzt anstatt den Boss einfach so zu bekämpfen, mit dieser Friend Ability zum Bosskampf. Ist es nötig? Nein. Ist es broken? Ja. Moin, Wispywoods. Wir werden Spaß haben. Ich werde das Level gleich nochmal machen ohne das Ding. Wächter des Waldes. Mann, die Bosskämpfe in diesem Spiel sind unglaublich schwer. Mann, ist dieser Bosskampf schwer. Zum Glück hatten wir ja diese Ability, um es uns zu vereinfachen. Jetzt mal vor, irgendwie... Die haben sich doch selber einen Joke draus gemacht, dieses Spiel auf Krampf so einfach wie es geht zu machen, oder? Das kann einfach nicht anders sein. Ich reiz nicht. Wie kommt man auf diese... Wir haben Wispywoods wie ein definitiv guter Spieler besiegt. Und unsere Puzzleteile. Genauso wie das sehr extrem schwere Regenbogen-Puzzleteil. Ist das schon das Boss-Level? Ja, dann schaffen wir die Welt heute. Ich dachte, es wäre noch mindestens ein Level dazwischen. Aber wie gesagt, wir machen das Level jetzt nochmal mit dem Bosskampf in... Ich hätte gerade fast schwieriger Form, aber sagen wir nicht ganz komplett so extrem einfacher Form. Hui. Hui, weiter, 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 hui, hui. Hier ein bisschen Text aus dem Weg kommen. Hier Olaf gerade schon sagte, auch wenn ihr es nicht gehört habt. Ich will ein Feuer-Jojo. Weil ja, es gibt noch eine Möglichkeit, sich den Boss zu vereinfachen. Scheiß drauf. Deswegen hatte ich vorhin auch zum Beispiel... Nehmen wir Bonkers raus. Deswegen hatte ich erst die Feuerpeitsche, weil ich mir dachte, ich kann vielleicht die nehmen, auch wenn ich mich dann entschieden habe zu wechseln. Ja, können wir im Kampf auch noch machen, weil wird sonst wohl zu schwer das Battle. Also, jetzt zeige ich euch mal, wie der Bosskampf in seiner schweren Variante aussieht. Moin, Wispywoods. Hast du Bock? Warte, das ist doch effektiver, wenn ich mich erstmal hier hinstelle. Hallo, Koch! Koch! Ja, der kommt aber auch nicht her, der Keck! Digga, ist der minder bemittelt? Mach deine scheiß Special Ability! Was ist das? Hui, Ledge Trapping! Lachsen. Jetzt wollt er sie machen. Haha, haha, haha. Ledge
Fletch Traps. Dein Ernst! Der nimmt einfach die ganze fucking... Aber hey, er hat gerade irgendwie nicht durchs Feuer den extra Schaden genommen. Guck mal, jetzt können wir uns mit ihm anfreunden und kriegen Zeug. Willst du mich eigentlich pflanzen? Es ist so behindert. Jetzt kommt auch noch dieses Special Attack vom Koch. Der nimmt einfach 87 Items und macht die alle zu Heil-Items. Damit kann ich mein ganzes Team irgendwie 7-mal voll heilen. Mindestens. Das hat extreme Beispiele, weiß ich, schafft das nicht. Es ist so bekifft. Ich glaube wirklich, das wird das größte Rant-Let's Play, das wir auf diesem Kanal je hatten, weil irgendwie... Ich hatte das Spiel eigentlich schon als ganz ordentlich im Kopf, aber jede Minute, die ich spiele, finde ich dieses Game wirklich trauriger. Schloss Dididi. Boss-Level von Welt 1. Electro-Ability. Und ja, ich wollte selber... Wer sich noch vielleicht erinnert, Elektro war ja auch die Fähigkeit, die ich im Wii-Teil eigentlich am meisten benutzt habe. Ich mag die einfach. Zack. Und ich nehme mir mal einen Fighter mit. Also, komm. Weiter. Krasser Gegner. Guck mal, epischer Bossfight gegen einen einzelnen Wobble-Cack. Du. Ah, jetzt ist das natürlich wirklich ein Boss, wenn ich drin stehe. Ah, guck mal, wer da kommt. Warum hat er es nicht gemacht? Warum hat er nicht gekocht? Er hatte aber den Topf draußen. Ich bin genau drauf gesprungen. Also, jetzt haben wir noch einen Baxi mit dabei. Und hoi. Elektro ist auch eine Ability, die unter anderem toll ist, weil sie einfach eine gute Balance mit reinbringt. Tust, tust. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, ich muss mal kurz auf den Ausschlag gucken. Man hört das vielleicht nur ganz minimal, dass ich die ganze Zeit schütteln muss. Und wir könnten uns einen Fighter nehmen. Hallo? Ich drücke? Danke, dass der es jetzt macht. Ja, Kollegen, und guck mal, wieder so viele Heil-Items, dass ich davon das ganze Team mehrfach heilen könnte. Warum setzt man so viele? So, jetzt weiter mit meiner Balanced Ability, die ein lebendes Schutzschild aus mir macht. Guck mal, starke Gegner. Ich laufe in ihn rein, das muss reichen. Diesmal sind wir alle mit drin. Jui! Kochen! Kesselparty! Die Gegner sind alle tot! Alles ist tot! 87 Heil-Items spawnen! Was zur Hölle! Das ist so dumm! Warum ist in diesem Spiel fast alles overpowered? Alter, ich tue euch mal einen Gefallen. Guck mal. Ich habe den Schalter für mich selber aktiviert, den ihr aktivieren solltet. Geile Sache, ne? Ja, hä? Saugutes Mehrspieler-Gameplay. Ich glaube, wir sind gleich am Ende. Also
Also was man im Spiel halt lassen muss, ist die Grafik. Gerade hier der Hintergrund sieht schon geil aus. Oh, Heil-Items. Zum Glück! Ich weiß aber jetzt schon, dass ich irgendwann voll auf die Fresse flieg, weil ich einfach nichts ernst nehme in diesem Spiel. So, dann Boss der ersten Welt kommt ran. Wir können noch ein paar Sekunden warten, aber bis wir beim Boss sind, ist die Kochleiste wieder voll. Obwohl, Sekunde. Taktisches Gameplay jetzt. Hier rennen schon die ganzen Waddledees rum. Weil, guckt mal, wer wieder am Fressen ist. Königlicher Erzfeind, Dididi. Er macht seine Dash-Attack. Hui. Und natürlich gibt's einen Dididi-Bosskampf. Dididi ist halt literally der Bowser der Kirby-Reihe. Und, oh, haben wir dich sauer gemacht. Guck mal, Steroide! Das ist so bescheuert. Digga, okay, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich auch schwimmen und rollen kann wie ein Smash. Hallo, ich will aufsteigen, aber dann eben nicht. Jetzt mal im Ernst, ich kann aber einfach nicht bei Friend Abilities mithelfen, habe ich das Gefühl. Wir können hier die Säule zerstören. Haben wir auch schon erlebt. Jetzt wird gekocht. Ich hab's nicht rüber geschafft. Wow. Gefühlt niemand hat's geschafft. Und Knuckle Joe ist fast tot. Aber wir machen Damage. Ich wollte gerade sagen, wir müssten ihn eigentlich bald auf die letzte Ebene bringen. So, beide Säulen weg. Und jetzt weiter Projektil campen, weil was anderes ist das nicht. Und guck mal, wir haben gewonnen. Knuckle Joe hat ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Wir haben nicht gut gespielt. Und dein Ernst? Und trotzdem war der Kampf easy. Ja, hätte nur ein paar Belohnungen gebracht, denke ich mal. Nein, das hätte ihn aus Freund gebracht. Ernsthaft, das gibt's jetzt nicht. Oh, guck mal, die Credits. Wer hätte denn das denn jetzt gedacht? So irgendwie, wir sind fertig mit dem Spiel. Nee, das jetzt auch nicht. Mann, was ein guter Prank. Haha, hattet ihr uns fast gehabt? Mann. Ich hab das Gefühl, ich bin so richtig toxisch dem Spiel gegenüber, aber es macht mir auch Spaß. Hui, wir haben ihn zusammen. Das waren nicht im Ansatz die Leute, die ich dabei hatte, Spiel. Also, wir kamen immer mehr billig, was vielleicht sogar gar nicht so einfach gewesen. Ja, nicht so einfach ist die richtige Betonung. Ich wollte gerade sagen, aber doch, in dem Level hatten wir ja sogar das Regenbogen-Puzzleteil. Sag das nicht, ich muss das Herz auf, denn wer... Ach so, du meinst, dass man dann direkt dabei hat als Freund, weil... Ach so, ja, dann ist nicht so wichtig. Und wir können jetzt die drei da noch bekommen. Dann ist nicht so wichtig, sonst wäre ich jetzt nochmal zurückgegangen und hätte den Boss rematched. Ich gehe nur mal in den Traumpalast gucken. Andererseits, nee, ich beende die Folge an dieser Stelle, also bringt das auch nichts. Beim nächsten Mal geht es dann weiter in oder auf Planet Pop, die zweite Welt. Und ja, werden wir weiter das Spiel roasten? Auch ja. Hat's euch gefallen? Bugsy? Bugsy! Bist du dumm? Ja, das passt eigentlich alles gut zusammen. Like und oder Abo dalassen.